So, herzlich willkommen zurück zu Age of Empires 2, der Definitive Edition. Wir befinden uns in der Ortwi-Kampagne. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher. Also, ich glaube, ich spreche es jetzt richtig aus. Bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube schon. Egal, in der letzten Folge haben wir Bohemund kennengelernt, der sich tatsächlich so ausspricht, wie er geschrieben wird. Und waren ein bisschen bei den Byzantinern unterwegs und haben die geärgert mit kleinen Überfällen. Und Bohemund ist der Bastardsohn von Robert Giscard. Und der herrschte in Süditalien, ist aber leider, der ist in Süditalien geblieben und hat uns als seinen Bastardsohn beauftragt, die Byzantiner ein bisschen zu ärgern. Und eigentlich sollte uns dabei unsere Stiefmutter zur Seite stehen, aber die hat irgendwie Angst, dass Bohemund ihrem Sohn die Herrschaft über Italien streitig macht, was er nach dem, was wir bisher gelernt haben, eigentlich gar nicht vorhatte, aber egal. Und hat ihn ziemlich hängen lassen und die ganze Zeit beleidigt. Wir haben trotzdem die byzantinischen Armeen platt gemacht und sind aber noch nicht ganz fertig mit Bohemund, denn der scheint sich als nächstes in den Osten aufgemacht zu haben, ins Heilige Land. Das bedeutet Kreuzzug, sehr wahrscheinlich. Und ich bin mal gespannt, was uns als nächstes erwartet. Dieses letzte Szenario war zwar unendlich lang, aber relativ entspannt, da es nie wirklich eine wirkliche Gefahr gab zu verlieren. Ich befürchte, das wird sich jetzt ändern, weil das erste Szenario war recht gemächlich, das zweite Szenario war brechend hart, das dritte war jetzt wieder gemächlich, also ist jetzt eigentlich wieder brechend hart dran. Ich befürchte das Schlimmste, aber gucken wir uns mal an, worum es geht. Bohemund verzieh Graf Roger nie, dass er sich auf die Seite seines jüngeren Bruders gestellt hatte. Doch bevor er die normannische Einheit stören konnte, wurde er abgelenkt. Als Gruppen von Rittern und Fußsoldaten auf dem Weg ins heilige Land Sizilien passierten, sorgte Roger dafür, dass Bohemund unter ihnen blieb. Von den Versprechen auf Ländereien und ewigen Ruhm der Kreuzzüge angelockt, begab sich auch Bohemund nach Osten. Bohemund nahm den Weg durch das Byzantinische Reich, den er schon wenige Jahre zuvor im Krieg gegen Kaiser Alexios Komnenos eingeschlagen hatte. Jetzt kam er allerdings als Ehrengast nach Konstantinopel, kniete vor seinem alten Gegner nieder und versprach, das Territorium des Kaiserreichs im Heiligen Land wiederherzustellen. Bohemund, der die Schleue seines Vaters besaß, hatte keineswegs die Absicht, dieses Versprechen zu halten. Als die Kreuzfahrer die uralte Stadt Antiochia belagerten, beschloss Bohemund, dass sie ihm gehören sollte. Bohemund nutzte die ihm in die Wiege gelegte List und sagte den Männern des Kaisers, die anderen Kreuzfahrer planten, sie zu ermorden, worauf sie die Heimreise antraten. Daraufhin bestach er einen Garnisonshauptmann, die Tore von Antiochia zu öffnen. Zuvor hatte er jedoch mit den anderen Kreuzfahrerprinzen vereinbart, dass der Erste, der die Stadt betrat, sie beherrschen sollte. Zum Unglück Bohemunds und der Kreuzfahrer war eine große türkische Armee auf dem Weg. Der bereits von einer achtmonatigen Belagerung zermürbte Bohemund würde allen Mut und all sein Geschick brauchen, um zu überleben. Okay, Belagerung. Das bedeutet wahrscheinlich wieder x Minuten durchhalten. Ja, das kann spaßig werden. Hauptziele: Verteidigen Sie Antiochia, bis Alexios Komnenos eintrifft. Das ist unser Dude aus dem Byzantinischen Reich. Nebenziele: Besiegen Sie die Garnison von Ahmed ibn Marwan. Okay, also Belagerung und irgendwas besiegen. Wir haben ein Bevölkerungslimit von 300? Wow.
und können Technologien aus der Ritter- und Imperialzeit entwickeln. Sie können jedoch keine neuen Dorfbewohner ausbilden. Okay, Dorfbewohner sind sehr, sehr wichtig. Die Belagerung verläuft in einem bestimmten Rhythmus. Nutzen Sie die Kampfpausen, um Ihre Verteidigung wieder aufzubauen, Rohstoffe zu sammeln und Ihre Armee für den nächsten Angriff zu verbessern. Die Reliquien in den Klöstern sind Ihre einzige Goldquelle. Steine können in den alten Ruinen der Stadt gefunden werden. Okay, wenn die Belagerung andauert, werden Ihnen die verfügbaren Rohstoffe ausgehen. Ja, das klingt ja gut. Nutzen Sie den Marktplatz, um zu handeln, aber seien Sie sich im Klaren darüber, dass die Preisinflation während einer längeren Belagerung unvermeidlich ist. Aha. Durch die Einnahme der Zitadelle von Ahmed ibn Marwan erhalten Sie Zugang zu den Rohstoffen in südöstlichen Anhöhen. Das Entwickeln des Glaubens und das Auffinden der Heiligen Lanze gewähren einen einmaligen, vorübergehenden Bonus für all Ihre Einheiten. Nutzen Sie ihn mit Bedacht. Das Entwickeln des Glaubens. Okay. Hier unten sehen wir schon ein bisschen... Oh mein Gott, die Stadt ist ja riesig. Wie soll ich die denn verteidigen? Da werden ein paar Dungeons nötig sein. Okay. Was sagen uns denn unsere Späher? Ihre Späher berichten, Bohemond, der Ort Wie... Und die Kreuzfahrer haben nach langer Belagerung die antike Stadt Antiochia eingenommen. Sie haben die Vorräte der Stadt aufgebraucht. Ja, das ist super für eine Belagerung. Zum Leidwesen der Kreuzfahrer ist der seldschukische Kriegsherr Kerboga Türkis mit einer massiven Armee eingetroffen, um die Stadt zurückzuerobern. Er hat seine Armee in mehrere Flügel aufgeteilt, die die Mauern und 6 Tore der Stadt umgeben. Seine Armeen werden in wiederkehrenden Wellen gemischter Truppen angreifen. Trotz seiner Stärke zögert Kerboga seinen Vorteil auszuspielen, da er zu viele Verluste seine vielfältige und von konkurrierenden Kriegsherren aufgestellte Armee zerbrechen könnten. Stattdessen wird er sich zurückziehen und sich für weitere Angriffe nach einem vorhersehbaren Zeitplan neu aufstellen. Okay. Weiß ich auch, von welcher Seite aus er angreifen wird, oder greift er einfach von allen Seiten gleichzeitig an? Da Kerboga eintraf, bevor die Kreuzfahrer die Garnison vollständig besiegen konnten, wird die Zitadelle von Antiochia... Moment. Da Kerboga eintraf, bevor die Kreuzfahrer die Garnison vollständig besiegen konnten, wird die Zitadelle von Antiochia im Osten immer noch von der muslimischen Garnison gehalten, die von Ahmed ibn Marwan angeführt wird. Grün. Also, ist das Türkis? Nee, das ist Türkis. Das ist grün, okay. Der ist mitten in meiner Stadt. Diese Truppe besteht aus Mamelucken, Kamelreitern und Bogenschützen und wird von einer Burg geschützt. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass diese Garnison ihre Position verlassen wird, was sie zu einer geringeren Bedrohung macht, aber sie blockiert den Zugang zu weiteren Rohstoffen in den Anhöhen hinter der Stadt. Okay, das heißt, ich möchte das hier möglichst schnell kaputt machen, richtig? Und dahinter sind dann Rohstoffe. Also... Hier sind die Gegner und da sind dann wahrscheinlich die Rohstoffe. Und schließlich wird gemunkelt, dass ein Heer unter Führung des byzantinischen Kaisers Alexios Komnenos im Anmarsch sei, mit dem wahrscheinlichen Ziel, die Stadt für das Reich zu erobern. Bohemond ist entschlossen, die Türken zurückzudrängen, bevor sein alter Widersacher eintrifft. Okay. Ich habe ein Bevölkerungslimit von 300, das muss ich ausspielen. Okay, die fliehen. Okay, erstmal muss ich... Verfolgt die Türken niemals ins offene Gelände. Wir töten sie an den Mauern. Stellt nun die Verteidiger auf. Die Türken werden bald wieder angreifen. Okay, erstmal muss ich meine Dorfbewohner hier alle an die Arbeit kriegen. Okay, jetzt machen wir mal ganz kurz Pause. Okay, hier sind die Grünen. Türkis ist Antiochia. Ich habe keine Ahnung, wie viele Reliquien ich habe, aber das ist... Okay, den Markt sollte ich mir erstmal auf 0 legen. Und, Gilden brauche ich. Moment. Ich brauche irgendwas Billiges, was ich nach vorne werfen kann. Leichte Kavallerie, Hussar.
Da die ja Bogenschützen haben, wäre das eigentlich ganz gut. Aber ich komme nur auf leichte Kavallerie. Sind 15 mehr Leben. So viel lohnen tut sich das eigentlich auch nicht. Wie steht so meine Elite-Plänkler? Kettenhemd für Bogenschützen fehlt mir leider. Ich könnte einen Hafen bauen. Ich guck gerade ein bisschen, wie ich das planen will. Ich habe meine Sergeants. Ich denke, ich werde nicht viel Zeit haben. Ich sollte auf jeden Fall alle Upgrades für die Dungeons mir holen. Die große Preisfrage ist, ob die mit... Wisst ihr was? Den Grünen hier sollte ich so schnell es geht auch angreifen. Hole ich mir einen Triborg. Ich brauche definitiv Wehrpflicht. Elite Sergeants wären toll. Erstmal leichte Kavallerie, weil ich weiß nicht, ich habe scheinbar kein Gold. Gottfried von irgendwas. Ich muss meine Armee mal ein bisschen sammeln. So, die große Preisfrage ist... Also Punkt 1, wo zur Hölle ist meine Schmiede? Moment. So, die können da langsam angreifen. Warte, Angriff des Feindes, 6,20. Ich muss mal ganz kurz was nachgucken. Hotkeys nämlich. Und zwar muss ich wissen, Militärgebäude. Wie kann ich Stall, Waffenschmiede. Wie kann ich alle Ställe auswählen? Befehle, Spielbefehle, Einheitenbefehle. Baumenü, nein. Wie kann ich alle Ställe auswählen? Das ist was anderes. Hier. Dungeons auswählen. Steuerung Umschalt N. So, wie wähle ich alle? Also es ist immer Steuerung Umschalt. Und, wo ist alle Militärgebäude, alle Schießanlagen, alle Schmieden, alle Ställe auswählen. Steuerung Umschalt L. Und alle Schießanlagen ist Steuerung Umschalt A. Das heißt Steuerung Umschalt L. Dann lege ich mir die auf 1. Und so, das ist so quasi meine... Ich weiß nicht, ob die Triböcke haben. Ich hoffe einfach, das nicht. So, wie sieht's hier aus? Ich habe hier keine... Wo kann ich mir... Okay, ein paar davon. Okay, ich setze auf leichte Kavallerie. In Verbindung mit... was ist meine Goldeinheit? Ich überlege... Skorpione könnten sich tatsächlich lohnen. Warum ist dieser Dungeon nicht gebaut? So, drei
Minuten und ein bisschen was, bis die angreifen. Okay, Steine baue ich ganz gut ab. Ich könnte da noch einen zweiten Tribok gebrauchen. Weil hier hinter sind ja angeblich Rohstoffe. Das heißt, ich sollte hier so schnell wie möglich durch. So, Armschutz. Erstmal muss ich meine Türme voll. Habe ich eine? Warte. Wo ist... Moment. Nein, das wollte ich nicht. Hier wären die Hotkeys echt praktisch. Wo kann ich Kloster, Kreposten, Märkte, Stelle, Universitäten, Steuerung, Umschalt, U. So, weil ich brauche definitiv das, das und, auch Chemie. Warte. Okay, den normalen Angriff habe ich schon, das ist gut. Ich weiß halt nicht, von wo aus die angreifen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ich sollte meine Dorfbewohner eigentlich zusammenziehen, wisst ihr was? Obwohl, nee, das geht. Ist okay. Euch ziehe ich aber hier runter. Eins, zwei, drei, vier. So, meine Dorfbewohner ein bisschen zusammenziehen. So, 42 Sekunden. Ich habe, glaube ich, genug Einheiten, um den ersten Angriff abzu... Ich frage mich halt, von wo aus greifen die an? Ich sehe hier ein bisschen was. So. Die nehme ich so Stück für Stück auseinander. Das passt. Der Heide kommt, zeigt den Türken unsere Entschlossenheit. Und da. Natürlich. Okay, nein, die greifen an allen Seiten an. Hilfe, ich bin jetzt schon überfordert. Geht hier unten hin. Okay, die brauchen genauso lange zum Angreifen wie... ...sich zu verteidigen. Okay, warte. Chevaliers? Will ich Chevaliers? Nee. Ich arbeite mit Sergeants. Ich habe irgendwo eine Burg gehabt. Erster Kreuzzug bringt mir nichts. Das bringt mir auch nichts. Ich muss eigentlich... wie steht es um meine Bogenschützen? Ich kann aber Lästenschützen ausbilden. Mir fehlt zwar das Kettenhemd für Bogenschützen, aber das sollte gehen. Dass ich meine Ressourcen ein bisschen aufteile. Wie kann ich alle von denen auswählen?
Ich brauche einfach viele Einheiten. Ich habe ein Einheitenlimit von 300. Das muss ich ausnutzen. Alle Schießanlagen. Steuerung umschalt A. Zack. So, noch ein Krepost. Ach, noch ein Krepost vor allem. So. Comanni. O faccio. A vostro servizio. Sì, signori. Okay, mehr davon. Da oben sollte ich auch noch eins hinbauen, eigentlich. Wo ist Kaiser Alexios? Ich bereue fast, ihn in Illyrien geschlagen zu haben. Wenn das seine Art ist, Rache zu üben. Okay, die greifen aus der Richtung an. Kriege ich das gerettet? Weiß ich gar nicht. Vielleicht will ich das überhaupt retten, ist jetzt die andere Frage. Die können nicht über den Kanal drüber. Das heißt eigentlich... So, hier zieht euch ein bisschen zurück. So, jetzt angreifen. So. Die haben jetzt ein paar Einheiten reingelassen, natürlich. Das ist okay. So. Okay, bis zum Ende des Angriffs ist es nicht mehr allzu lang. Will ich das hier halten? Eigentlich schon. Ordini. Ordini. Muratori. So, die machen hier weiter die Gebäude platt, das ist ganz gut. Werde ich sonst noch angegriffen hier unten? So, okay, den habe ich abgeschmettert, den Angriff. Hier oben ist zwar weiterhin ziemlich ungeil. Ich brauche Steine. Da unten werde ich noch angegriffen. Oh, hier oben sieht es nicht gut aus. Die brauchen ein bisschen Unterstützung. Okay, hier oben, da oben scheine ich gar nicht angegriffen zu werden. Das heißt, das lasse ich erstmal ein bisschen. Hier unten sind wir soweit fertig. Die hier oben könnten aber definitiv auch noch ein paar mehr Bogenschützen vertragen. Was brauche ich? 350 Nahrung, das habe ich gerade nicht. Okay. Die Türken fliehen. Lasst sie. Wir haben vieles zu reparieren. Okay. Vieles zu reparieren, das ist richtig. Namentlich dieses Tor und diesen Turm. Und danach geht ihr hierhin zurück. Sieht's hier aus. Ich brauche... Der Angriff von hier war bisher nicht wirklich stark. So, die Armee hier oben ist wieder ein bisschen stärker geworden. Ich kann ein bisschen was abziehen. Wie lange muss ich eigentlich durch? Verbleibende Angriffe 1. Die greifen nur noch einmal an. Aber ich bin hier noch gar nicht durch. Ah.
Ich arbeite immer noch da dran, meine Verteidigung hier aufzubauen. Wahrscheinlich wird der nächste Angriff, der kommt, aber übel werden. Ich sollte meine Technologien machen. Dorfbewohner arbeiten sehr fleißig. Wir kämpfen und sterben, während der Kaiser von Byzanz taktiert. Vergesst niemals diesen byzantinischen Verrat. Na, der Typ kommt doch noch. Wir müssen hier nur durchhalten. So. Drei Felderwirtschaft lohnt sich. Ich weiß nicht, wie lange genau wir noch durchhalten müssen. Bisschen mehr Nahrung brauche ich noch. Das Upgrade hier hätte ich gerne noch. Außerdem hätte ich gerne hier oben noch einen Dungeon stehen. Elite Sergeant kann ich im Moment noch vergessen, aber man kann nicht alles haben. Bisher waren sie relativ handzahm, die Typen. So. Ich arbeite mich parallel auch hier durch. Die Armee ist ein bisschen größer. Da bräuchte ich ein paar. So, die lege ich mir jetzt erstmal auf 2. Da bräuchte ich noch ein paar. Das da. So, meine Aberlästen müssen auch aufs Maximum hoch. Und ihr baut euch hier ein neues Dingslager hin. So, kann ich den Turm da kaputt machen? Andere Frage, kann ich diese Mange da kaputt hauen? Ah, ich habe ein bisschen Angst, dass sie mich angreifen, sobald ich das mache. Ah, den Turm hätte ich gerne. Ja. Okay, 5 Minuten haben wir noch. Wir haben noch Zeit. Mein Herr, der Kaiser Alexios Komnenos hat sich mit seinen Truppen nach Konstantinopel zurückgezogen. Man hält uns bereits für tot. Er weiß, dass wir leben und dass ich über die Stadt herrsche. Er ist ein tückischer Feigling, der uns im Sand sterben lässt. Ja, das Problem ist, dass er damit relativ erfolgreich sein könnte. Befürchte ich. So, das ist weg. Das eine Tor muss noch kaputt. Sehr gut. Ich würde gerne den Angriff dann jetzt durchführen, dass ich die Armee hier auch noch benutzen kann. So. So, die Mange ist gefährlich, die muss weg. Perfekt. So, jetzt kommen wir hier durch. Lange Zeit haben wir noch, ein bisschen Zeit haben wir noch. Wo brauche ich noch mehr Armee? Ich baue tatsächlich nur Fleischschild. Mein Herr, wir haben Zugang zu den reichen Hügeln hinter Antiochia. Sie. Wir sollten die Dorfbewohner entsenden. So, ihr könnt da noch helfen. Ihr könnt da noch helfen. Okay, Armee zieht sich schleunigst zurück. Die Ein Bauer behauptet, die heilige Lanze, die Christus durchbohrte, sei in dieser Stadt vergraben. Ich bin skeptisch, aber die Priester sagen, wir sollten seiner Vision glauben. Sie wird mindestens die Soldaten anspornen, härter zu kämpfen. Wenn auch nur für eine kurze Zeit. Ihr solltet euch gut überlegen, wann ihr diese heilige Lanze offenbart. Wo ist diese Lanze? Glauben entwickeln. Kräutermediziner, das brauche ich alles nicht. So, ne, Moment, warte. Eigentlich kann ich hier noch ein bisschen mehr Armee gebrauchen. Ich schick mal die Trieböcke hier zum Erkunden. Ich traue mich da nicht, einfach Dorfbewohner hinzuschicken. Wo soll diese Lanze sein?
Töten Sie Kerboga. Ich weiß nicht, wo Kerboga ist. Der Heide kommt, zeigt den Türken unsere Entschlossenheit. Aha. So, für den Fall der Fälle. Das ist ein größeres Heer. Okay, das, die Flanke dürfte von den Türmen gehalten werden. Die Mangen müssen sterben als erstes, perfekt. Mehr aus... hier unten kommen sie noch, hier unten ist schon fertig. Okay, das ist ein bisschen weniger Einheiten als vorher, aber das geht. Das hier machen die Türme schon. Ich könnte hier zum besseren Schutz noch einen Dungeon bauen. So, ihr zieht euch zurück. Ihr zieht euch auch zurück. Das sind alles Sachen, was meine Dungeons zerstören können. Warum bewegt ihr euch so unfassbar langsam hierhin? So. Okay. Ja, die rennen hier rein und sterben am Pfeilhagel. Unten werde ich noch angegriffen, aber das passt. Aber ich muss hier ein bisschen Armee auffüllen. Okay, das ist soweit ganz okay. Sieht's hier oben aus. Zieht euch hinter die Mauern zurück. Ich würde hier fast sogar noch einen Dungeon hinbauen. Hier oben ist es immer so mit am stärksten. Beziehungsweise hier stehen nur zwei. Der eine hier steht ein bisschen off. So, ich baue mal da noch einen zweiten Dungeon hin. So, dip, 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 dip. Okay, ich habe genug, dass ich jetzt... Ich könnte mir Elite Sergeant holen. Es scheint hier relativ safe zu sein. Das heißt, ich sende jetzt euch alle hier eine Mühle bauen. Und du gehst dahin, 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 dahin und dann zurück zur Mühle. Kriegen wir auf jeden Fall schneller Nahrung. Werde ich angegriffen hier oben. Muss hier oben Einheiten nachfüllen. Da kommen... Ehrlich gesagt, ich habe so Glück, dass der keine Trieböcke hat. Hier unten ist soweit ganz gut. Die kann ich als Verstärkung noch da hochschicken. Wie lange? 3 Minuten noch. So. Okay, wir erkunden weiter. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo diese komische Lanze sein soll. Vielleicht in die Richtung, von der werde ich auch nicht angegriffen. Schick da mal eine leichte Kavallerie hin. So, okay, die Armee hier ist relativ in Ordnung. Werde ich angegriffen hier oben. Das sind aber keine Rammen dabei, das sollten die Dungeons schaffen. Ich kann die aber noch dahin schicken. Nein, 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 ihr macht nicht das Tor auf. Nee. So. Perfekt.
Das ist ein großer Angriff. Also hier oben ist auf jeden Fall die... Oh mein Gott. Nein. Nein, 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 nein. Okay, ich brauche ganz schnell da oben Armee. Da muss ich Leute hinschicken. Hier ist soweit okay. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die plötzlich hier oben angreifen. Das muss ich auf jeden Fall gleich befestigen. So, geht die abwehren und ihr baut mir, oh Gott, ihr baut mir ein Lager dahin. Ich habe hier noch Steine. Die Türken fliehen. Okay. Lasst sie. Wir haben vieles zu reparieren. Flieht ein bisschen in die falsche Richtung. So, Tor. Ich brauche ein neues Tor. Okay. Und dann brauche ich hier Dungeons ganz dringend. Eins, zwei, drei. So, wo ist meine... Ips. So, hier meine Armee ist noch dick genug, die kann das schaffen. Entwickeln Sie Glauben, um die Kreuzfahrer vorübergehend zu inspirieren. Kann ich machen. Ah, hier oben ist der Kerboga. Das schaffe ich niemals, da hier ein Elite-Steppenreiter, ne? Pff. Ah, hier ist wahrscheinlich die Lanze. Sag mal, kann ich hier einen Hafen bauen und Kriegsschiffe hinschicken? So. Oben sieht's noch gut aus. Hier muss ich definitiv meine Armee 5 auffüllen. Hier sind noch genug. Der baut den Shit. Ich brauche... Ich muss irgendwie... Warte. Ich hatte... Wo ist meine Universität? Da. Baukran. So, die leichte Kavallerie hat die einzige Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Dungeons mehr ballern können. Ich werde hier oben auch noch ein paar Sergeants hinstellen. Wie lange? 5 Minuten habe ich noch. Ich habe sehr viel Holz, das ich verkaufen kann. So, und dafür kann ich mir... mehr Bogenschützen holen. Wir sind 33. Hier oben sind 12. Hier sind 41. Hier sind 14. Schicke ich ein paar noch da oben hin. Pikiniere würden sich auch lohnen. Fehlt mir noch irgendwas in der Schmiede? Irgendwas Wichtiges. Wo ist meine Schmiede? Diese Stadt ist ein Chaos. Ordini. So. Immediatamente. Minaturi. Okay, das ist Zeug, da kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. So, das kann ich mir jetzt mal auf 2 legen. Ah ne, das da brauche ich noch, das da, okay, ich hole mir alle Technologien, die irgendwie Panzerung geben.
Weil grundsätzlich das Einzige, was ich wirklich brauche, ist länger durchhalten. So, ich nähere mich auch der 300. So. Hier könnte ich auch noch ein paar mehr Bogenschützen brauchen. So, du gehst und baust dir einen Lager. Ich habe hier doch irgendwo Steine gesehen, oder? Sind halt immer nur so einzelne Flecken. Da. So, die gehen auch noch darüber. Mehr Ziegen und Schafe. Ist alles gut. So, jetzt kann ich die auch schneller raushauen. Okay, 2 Minuten habe ich noch, aber sieht eigentlich recht gut aus. Helbardiere, Pikiniere könnte ich auch noch raushauen. Also ich versuche halt mein Gold zu schonen, falls es nicht auffällt. Weil da komme ich halt relativ schwer dran und ich möchte mein Gold im Bestfall für Steine benutzen. Ich werde auch tatsächlich noch... Also die Angriffe hier sind halt wirklich heftig. Habe ich hier nicht noch irgendwo Sergeants rumstehen? Einen. So. Okay. Beiden Abbausachen noch. Ich habe auch schon wieder Ressourcen, um noch mehr Einheiten. Ich habe hier, könnte ich noch ein bisschen mehr Kavallerie gebrauchen. Ah, Bevölkerungslimit erreicht. Das ist gut. Wir müssen jedes bisschen, so 300, das hat man, glaube ich, noch nie gehabt. Der Heide kommt, zeigt den Türken unsere Entschlossenheit. Okay, jetzt wieder 10 Minuten Party. Aber ich habe mehr Dungeons. So, damit wird er hier nicht durchkommen. So. Okay, hier oben. Tribok. Jetzt kommen die Triböcke. Fuck. Das ist ein Problem. Ich muss hier rauspushen. Oder muss ich rauspushen? Töte den Tribok. Jawohl. Okay. Wo ist noch ein Tribok? Da ist ein Tribok. Oh Gott, und ich habe fast keine Einheiten hier. Tötet die Triböcke, wenn ihr könnt. Gibt es sonst noch irgendwo Triböcke? Nein, nein, da. Okay, die Triböcke sind echt ein Problem. Habe ich irgendwo Triböcke übersehen? Ich glaube, Triböcke sind weg. Euch wieder einfangen, ihr geht wieder zurück. Das Tor muss ich dringend reparieren. 6 Minuten noch. So, wir ballern wie die Weltmeister hier rum. Ich brauche neue Steine. Wo ist... Ich hatte hier Sergeants stehen. Baut mir einen neuen Dungeon hin. Wie sieht's mit den Dungeons aus? Denen geht's gut. Okay, dann zieht ihr euch zurück. Passive Haltung. Wo werde ich noch angegriffen? Ernsthaft? Der ist... Eigentlich kann er das gerne machen da.
Beziehungsweise, ich werde trotzdem seine Typen töten, aber... ist eine interessante Stelle zum Angreifen. So. Ah, das sind nur die, mit denen komme ich klar. So, die Trieböcke hier gehen kaputt. Ziegen versuche ich noch darüber zu holen. So, Fleischschild vor die Viecher. Ich weiß nicht mal, wo unser Anführer ist. Ah. Okay, hier oben ist stark reduziert alles. Hier muss ich dringend nachholen. So. Wo werde ich noch angegriffen? Da kommen... Oh Gott, meine ganze Armee hier ist tot. 3 Minuten noch. Schick die mal dahin. Ja, 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 warte. Ich kann. Gott, die sind hier durchgekommen. Fuck. Wo ist ein Kloster? Ich brauche ein Kloster. Egal. Und wir da raus. Ich werde hier viel neu bauen müssen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die sind überall durch. 1 Minute noch. Da ist ein Kloster. Glauben. 1000 Gold! Was zur Hölle ist das? Ich brauche Einheiten. Ich brauche dringend Einheiten. Noch ein Dungeon. Oh Gott. Alle Mann nach vorne. Wir müssen noch 45 Sekunden durchhalten. Kann ich das Ding bekehren? Nein. Okay, alles nach da oben werfen. Die sollten hier an den Dungeons eigentlich sterben, wenn es gut läuft. Boah, 129. Ich habe einen echten Dip abgekriegt. Okay, ihr geht dahin. Ah. Puh. Ist aber auch gut, dass sie fliehen, weil, obwohl, ja, ich hätte mich vielleicht einen hätte ich noch gekonnt. Flieht. Puh. Das hätte schlimmer sein können. Ich glaube, meine Strategie hat ganz gut funktioniert. Eine Sache hätte ich besser machen können, aber erstmal gucken wir uns das Ende der Story an. Bohemund hatte zwar nicht das Land seines Vaters geerbt, aber dessen Eigenschaften, und diese brachten ihm ein Fürstentum ein. Doch Antiochias Eroberung reichte Bohemund nicht. Er versuchte ständig, neue Gebiete zu erobern. Seine tollkühnen Angriffe führten jedoch dazu, dass die Türken ihn überfielen und gefangen nahmen. Sein alter Feind Kaiser Alexios Komnenos bot sogar an, das Lösegeld zu zahlen, wenn der Normannenprinz in Ketten nach Konstantinopel gebracht würde. Wieder einmal schlug Bohemund seinen alten Feind. Er brachte die Türken dazu, ihn für ein kleineres Lösegeld freizulassen. Jahre später kämpfte Bohemund erneut gegen den Kaiser, war aber von dessen Armeen umzingelt. Er stimmte zu, Kaiser Alexios Vasall zu werden. Doch Bohemunds List feierte einen letzten Triumph. Damit der Vertrag, der Bohemund an den Kaiser band, nicht Antiochia betraf, setzte er nie wieder einen Fuß in die Stadt.
Er starb in Sizilien und hinterließ seinem Sohn sein hart erkämpftes östliches Fürstentum. Hm. So, erst einmal zurück zur Karte. Die Armee hier hätte ich benutzen müssen. Dann hätte ich hier was retten können. Aber auf der Front hier sieht es gar nicht so schlimm aus, ne? Ja, ja. Töten Sie Kerboga. Wie soll ich hier durchkommen? Guckt euch das an. Der hat sogar mehr als 300. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, steht hier viel Zeug rum. Puh. Die Front hier hat sehr, sehr gut gehalten mit 4 Dungeons. Ich habe die Trieböcke. Es ist also. Ich kann mir gut vorstellen, dass auf Schwierigkeitsgrad, auf dem höheren Schwierigkeitsgrad, die ja direkt mit Trieböcken kommt. Das war mein Glück. Aber ich glaube, die Idee an sich, die ich gemacht habe, ist eigentlich ganz gut gewesen, halt auf Dungeons zu setzen und die leichte Kavallerie als Fleischschild zu benutzen. Dass die Dungeons arbeiten können und weniger Schaden nehmen. Aber die Burg hier hat auch ordentlich einen Schlag abbekommen. Ich weiß nicht. Vielleicht hätte ich sogar noch eine Welle mehr überlebt. Ich meine, ressourcentechnisch sieht es nicht so schlimm aus. Ich hätte bestimmt noch 4-5 neue Dungeons bauen können in den 10 Minuten. Und ja, auf 300 weiß ich nicht, ob ich nochmal auf 300 gekommen wäre. Hier ist ein nicht gebauter Dungeon. Warum? Ach, den wollte ich gerade bauen. Als zusätzliche Verteidigungslinie. Ja, das wäre vielleicht noch eine gute Idee. Hier eine Mauer reinziehen, da eine Mauer reinziehen. Okay, jetzt bin ich gar nicht dazu gekommen, Glauben zu entwickeln. Aber ich glaube, hier hätte man die Lanze gefunden, aber... Ah, da hätte ich einen Hafen bauen müssen und dann mit dem Transportschiff rüber. Ja, billig ist das nicht, dran zu kommen. Ich meine, das ist... Also, diese Glaube zu entwickeln, das sollte eigentlich... Also, der Bonus muss schon enorm sein, wenn ich dafür 1000 Gold zahlen muss, bei so wenig Goldeinkommen. Ich bin ziemlich ausgeblutet. Ja, vielleicht hätte ich noch eine weitere Welle überleben können. Je nachdem, wie stark die ist. Aber die sind jetzt hier ja mit allem gekommen. Aber weit rein hat das nicht geschafft. Das hier ist die einzige Stelle, wo er durchgebrochen ist. Aber da würde er jetzt vor einer Burg und ein paar Dungeons stehen. Also das hätte auch noch ein bisschen gehalten. Hier oben hat er ja irgendwie nicht nochmal angegriffen. Hier unten sieht es fast am schlimmsten aus. Allerdings ist da die Armee auch schon platt gewesen und die paar Reiter hier wären auch noch gestorben. Alles in allem, glaube ich, das hätte schlechter sein können, hätte schlechter laufen können. Der Tribok hier steht völlig sinnlos rum. Ah. Aber ich meine, die Sizilianer, sind die unberittenes Volk? Ja, ich würde sagen, die sind auch ein bisschen eine defensive Zivilisation, weil die Dornischen sind halt schon sehr geile Türme. Ich meine, sie können halt keine normalen Türme bauen, aber wieso sollte man normale Türme bauen wollen, wenn man Dungeons hat, ne? Okay, laufendes Spiel beenden. Jetzt haben wir hier, oder die KD müsste ja... Boah, 2200 in nur einer Ingame-Stunde, also 45 Minuten, 2200 Einheiten getötet. Das ist 2200 zu 500 gefallenen, das ist eine gute KD. 14... Ach ja, stimmt, die Grünen. 16 Gebäude habe ich nur verloren. Das ist gut. Ja, Wirtschaft, Technologie, Gesellschaft. 14.000 Reliquiengold. Wie viele Reliquien hatte ich denn? 8 Stück. Das erklärt, wo mein ganzes Gold herkam. Ah ja, hier. Flöpp, flöpp. Da spawnt immer seine Armee rein. Ah, scheinbar immer 3 Wellen. Pro 10 Minuten bekommt man 3 Wellen. Und zwischen der ersten und den letzten beiden ist immer eine kurze Atempause. Ja. Aber hier sieht man auch, die letzte Welle ist hart. Das ist 1. Ja. 3 Wellen in großem Abstand und mit wirklicher Pause dazwischen. 3 Wellen mit etwas kleinerem Abstand und nicht so einer ganz großen Pause dazwischen. Und ja, am Ende, das war, also das ist ja, nachdem die gespawnt sind, das ist schon,
Wer ist hier Imperialzeit geworden? Kerbogas Wache. Ah. Aber ich verstehe nicht, wie will man den Kerboga töten? Wie soll man da an den drankommen? Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wenn man eine Kavalleriearmee hat, wie viel Leben hat der? 1000. Uah, der stirbt auch noch nicht schnell. Vielleicht, wenn man hier eine Armee hat, hier rausgeht und dann hier ganz am Rand entlang geht und dann mit allem reinreitet, aber 1000 Leben, der stirbt halt extrem langsam, ne? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht auf einem einfacheren Schwierigkeitsgrad, aber ich habe keine Ahnung, wie man auf das... Nee. So, haben wir noch was? Ah, wir haben tatsächlich noch ein Szenario. Ich glaube, ein Weltwunder. Das wird wahrscheinlich das letzte sein. Rate ich jetzt einfach mal. Weil bisher hatten... Also alle Add-on-Kampagnen hatten bisher 5 Szenarien. Also gehe ich mal davon aus, dass das die letzte ist. Ja, aber wir sind dann scheinbar wieder zurück in Sizilien. Aber Sizilien gehört doch eigentlich uns. Ich meine, wer sollte uns da angreifen? Wir sind ja eigentlich... Roger von Sizilien ist ja eigentlich ein ganz, ganz netter Typ. Und der hat ja keine Ansprüche, irgendwie von Sizilien woanders hinzugehen. Ich meine, er hat seine große Liebe da. Sizilien ist ein netter Ort, auf dem man gut leben kann. Vielleicht ist es ja einfach nur gemütliches, ein bisschen Wirtschaft machen und dann Weltwunder bauen. Wir müssen gegen niemanden kämpfen. Das wäre auch mal eine nette Abwechslung. Aber das finden wir in der nächsten Folge heraus. Und oh mein Gott, diese Folge ist unter einer Stunde lang. Nach den letzten Riesenfolgen, die wir immer hatten. Eine schöne Abwechslung. Und damit das auch so bleibt, sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.